Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Buchtipp gebe, weil ich halt mich echt anstrengen muss, überhaupt zu lesen. Und genau, ich bin gerade in Thailand im Urlaub und ich wollte dieses Buch unbedingt lesen. Und ich kann es nur empfehlen und werde dir einen Teil davon auch mal kurz erzählen. Und zwar ist es das Buch von René Bourbonus und das Buch heißt Respekt. Und da geht es halt einfach auch darum, ja, wie wir mit Menschen respektvoller umgehen und auch mit uns selber respektvoller umgehen und ja, so die zwischenmenschliche Beziehung einfach ein bisschen vereinfachen kann. Und jetzt habe ich ja durch meine psychischen Erkrankungen, durch die komplexe PTBS und die Depression, die Zwänge, die Bodystörung halt auch immer so Extreme und habe das irgendwie nie so ganz geschnallt, warum das für mich so heftig ist, so. Und jetzt gibt es hier einen Punkt, und zwar der heißt die vier menschlichen Grundtypen nach dem Riemann-Thomann-Modell. Da ist das so dargestellt wie so ein Kreis, wenn du mal guckst. Hier in der Mitte wäre der Nullpunkt und hier sind halt die Extreme und die erzähle ich dir ganz fix. Und ich fand es spannend. Und zwar, es gibt einmal den Grundtyp Wandel. Wandel ist halt Spontanität, Kreativität, Abwechslung, ne, so. Und genau, also ne, wir sind kreativ, wir wollen auch immer schnell was Neues und wir sind offen für neue Dinge und ja, genau, so. Ne, sind auch mutig mit Dingen, die wir tun, so. Das krasse Gegenteil ist Dauer. Dauer ist Ordnung, Routine, Kontrolle. Hihi, finde ich mich auch oft wieder. Ne, jemand alles kontrollieren zu müssen, alles muss an seinem Platz sein, nur die Dinge, die getestet sind, wo man weiß, die sind gut, die nimmt man, ja, also man ist gar nicht so offen für Neues, also das krasse Gegenteil. So, ich erkenne mich da total wieder in diesen beiden Extremen und dadurch, dass ich immer hin und her switche, und das sind erst zwei, ist es für mich so anstrengend und so heftig. Aber wenn man überlegt, dass die vom Nullpunkt ganz weit weg sind, weil es ja genau entgegengesetzt ist, das macht es vielleicht so anstrengend. So, jetzt haben wir die andere Seite. Und zwar Nähe-Distanz ist bei mir ein Mega-Thema. Einmal Nähe wäre halt zwischenmenschlicher Kontakt, Harmonie, Geborgenheit. Dadurch, dass ich das als Kind nie hatte, außer von Oma und Opa, aber von meinen Eltern sonst nicht und Freunde auch nicht, in meiner Single kein Opfer mehr, in dem Text wird das sehr, sehr klar deutlich, was so passiert ist mit mir. Und dadurch vermisse ich das natürlich. Dann wünsche ich mir natürlich diese Nähe und auch diese Geborgenheit und dieses, ne, auch geben können. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt das krasse Gegenteil, ist Distanz. Distanz ist Unabhängigkeit, Ruhe, Individualität. Für mich halt auch Distanz so, nee, komme nicht zu nah, lass mich in Ruhe und ne, geh weg von mir. So, und das ist auch so ein typisches Borderline-Ding. Und Nähe und Distanz ist für mich echt schwer, weil entweder gehe ich komplett weg oder ich bin so nah. Ne, was natürlich für mein Gegenüber manchmal eine Herausforderung ist, für mich aber auch, weil ich ständig hin und her switche, ne, zwischen ich lieb dich, verpiss dich. So, ja, und deswegen ist Beziehung bei mir auch echt mega schwer, so irgendwie, ob es jetzt Freundschaften aufbauen sind oder Liebesbeziehungen oder so, ne, weil am Anfang will ich die ganze Geborgenheit und nach ein paar Monaten sage ich damit dann, nee, tschüss, komm, weg. Und ich glaube, dass das fürs Gegenüber auch schwer ist. Deswegen finde ich dieses Buch so gut, weil viele, viele Dinge sich dort erklären, dass ja, man sich dem annähern kann, aber dass diese Grundtypen auch in einem selber sind. Und ja, die Kunst ist einfach ist, ja, vielleicht auch Mitgefühl mit sich selber zu haben und sich mehr und mehr so der Mitte annähern kann, sodass man nicht in diese Extreme switcht, wenn du weißt, was ich meine. Genau, jetzt habe ich dich voll zugetextet. Ich wusste nicht, wie ich es anders erklären wollte, aber dieses Buch ist echt super, super geil. Respekt von René Bourbonus.